Gelesen aus 365 Mal R von Wilhelm Busch. 12. Mai. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben zum Himmel und sitzt zur rechten Hand Gottes. Markus 16, Vers 19. In dem Bericht über eine Himalaya-Expedition packte mich besonders eine Szene. Die Expeditionsteilnehmer stehen in der Steinwüste, in der sie ihr Lager aufgeschlagen haben. Dichte Nebel verhüllen die Berge, aber auf einmal zerreißt für einen Augenblick die Wolkenmasse. Vor ihren Augen erhebt sich erschütternd und gewaltig die Kette der Achttausender. Schweigende Schneegipfel, rissige Gletscher, himmelragende Bergspitzen. Und dann hüllen die Nebel alles wieder ein. So kommt mir unser Textwort vor. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben zum Himmel und sitzt zur rechten Hand Gottes. Wer spürt nicht die Gewalt und die Majestät dieser Worte? Für einen Augenblick zerreißen vor unseren Augen die Schleier vor der ewigen, unsichtbaren und doch so wirklichen Welt. Für einen Augenblick sehen wir hinein in die herrliche himmlische Welt. Und unser Blick wird gleich zum höchsten Gipfel geführt, zum Thron des lebendigen Gottes. Sollte da unser Herz nicht aufschreien vor Freude? Der Herr, der uns am blutigen Kreuz für Gott erkauft hat, ist so gewaltig erhöht. Aber noch viel schöner ist, dass die Bibel nicht nur von Jesu Erhöhung weiß, sondern zugleich sagt, dass er die Seinen darüber nicht vergisst. Im Römerbrief heißt es, und es ist wie eine Fortsetzung unseres Textes. Er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Tröstliche Herrlichkeit unseres Heilands. Herr, wir schauen im Geiste auf zu dir und freuen uns in dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.